Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Was bedeutet es für eine Frau zu reisen oder allein zu reisen? Nach Asien, in die Wildnis Kanadas, in die Stadt der Liebe nach Paris. Was ist anders als bei Männern? Uns beschäftigt dieses Thema seit langem. Euch auch, das wissen wir, weil wir immer wieder viele Fragen und Geschichten bekommen von euch und merken, ja, das ist was anderes, wenn man als Frau unterwegs ist. Aber wir als Typen können viele eurer Fragen gar nicht richtig beantworten. Deshalb gibt es jetzt eine Doppelfolge Frauenreisen bei Reisen, Reisen mit euren Frauenfeministen Michael Dietz, der Cis-Mann-Esel nennt sich immer zuerst, und Jochen Schliemann. Hallo Jochen, mein Lieber. Hi Michi. Hast dich wieder zuerst genannt, ne? Ja. Ich hab Bock. Esel. Aber wir lieben Esel. Ja, wir lieben Esel. Aber wir haben jetzt auch Bock auf was anderes. Wir haben aber Bock auf diese Folgen. Also ich habe echt Bock, weil, wie du schon sagtest, beim Reisen geht es ja irgendwie immer so darum, neue Perspektiven zu gewinnen. Und das hier, diese beiden Interviews, auf denen unsere Folgen fußen, die wir jetzt gleichzeitig veröffentlichen, und auch die anderen Frauen, die uns etwas über Reisen erzählt haben, das verändert Perspektiven, zumindest meine. Und es ist eine andere Form von Reise. Aber wir fahren ja auch an verschiedene Orte und so. Also ich freue mich extrem auf diese Folgen. Ja. Also das Thema Frauenreisen ist tatsächlich wirklich groß. Wir haben also tatsächlich eine Doppelfolge gemacht, einmal mit Annika Zien, die ist Reisebloggerin von The Midnight Blue Elephant. Tolle Geschichte, toller Blog. Und in dieser Folge sprechen wir mit der fantastischen Sabine Heinrich. Sie ist Journalistin, Autorin, Travelerin. Ihr kennt sie aus dem Radio, aus dem Fernsehen, macht Frau TV. Und Jochen, das darf ich direkt sagen, wir als Typen haben, du hast ja auch schon gesagt, in diesen beiden Gesprächen nochmal richtig viel gelernt. Vor allem, dass man als Frau eben nochmal auf Reisen Dinge ganz anders erlebt und sich leider oft immer noch mehr Gedanken machen muss als wir Männer. Hm? Ja, und sich auf Situationen einstellen muss und manchmal so ein paar Antworten parat haben muss, aber auch manchmal auch auf eine ganz andere Art und Weise profitiert von der anderen Rolle, die man dann hat. Also einmal interessant. Also gut, dass wir das gemacht haben. Finde ich auch. Also Boys and Girls, gleich Ohren auf bei Frauenreisen und freut euch nach dem Gespräch mit Sabine Heinrich auch noch auf die Autorin und Comedienne Toya Diebel. Die macht zusammen mit Leila Lowfire den Podcast Vibers und Toya erzählt später in Sprache vom Promi von ihren Erfahrungen auf ihrem ersten Solo-Trip. Das ging damals in die Karibik und in die USA. Bevor es losgeht, jetzt noch schnell mehr aus der Welt von Geosaison Jochen, dem schönsten Reisemagazin Deutschlands. Jetzt nicht nur, weil wir zwei da auch regelmäßig mit drin sind. Auch? Klares auch. Klares auch. Unsere lieben PartnerInnen von Geosaison. Genau, das neue Heft kommt bald raus. Wir sind da ja immer drin. Ne? Auf der letzten Seite haben wir unsere Rubrik Stimmwechsel. Schöne Rubrik, macht wahnsinnig Spaß, die Sachen dafür zu schreiben, so kleine Anekdoten, die wir immer noch so verschriftlichen dürfen. Und im neuen Heft, das am 10.2. erscheint, also es ist ganz kurz, nachdem diese Folge erscheint, vielleicht hört ihr die Folge schon und das Heft ist schon draußen. Das Heft handelt von unter anderem Mallorca, das ist das Titelthema. Wunderschöne Insel, spannende Insel, viel spannender als man meint. Also es geht da wirklich um verschiedenste Facetten dieser Insel, die man noch nicht so drauf hat. Viel gutes Essen, aber auch wunderschöne Fotos, was man dort noch mehr machen kann, außer am Strand zu liegen. Einfach ein neuer Blick auf diese Insel. Es gibt einen Beitrag über Jugendherbergen, was ich grandios finde als Ansatz. Übrigens fast eine Folge, finde ich so. Also Jugendherbergen. Stimmt, Genau. Also was kann man von da aus nicht alles machen? Und es ist ja nicht so, dass es einen verlässt nach der Schulzeit, das Thema. Man kann eigentlich immer wieder rein und es begegnet einem immer mal so wieder auf Reisen, wenn man Unterkünfte gesucht. Es gibt ein Essay mit dem Titel Ein Lob auf das Flanieren. Hätte von mir kommen können. Also klingt fast nach vierter Mahlzeit. Klingt sehr gemütlich. Und es gibt einen Beitrag, der heißt Zum ersten Mal in Deutschland. Da geht es letztlich um 8 Leute, die andere Reisepläne hatten, aber dann nur in Deutschland unterwegs waren und erzählen, warum gerade das besonders gut war. Klingt so ein bisschen nach uns allen vielleicht im letzten Jahr, also 2020. Ich wollte gerade auch sagen, irgendwie kenne ich das. Genau, also Great Expectations, also was hatte man nicht alles vor, ne? Irgendwie rückwärts durch die Arktis oder irgendwie, weiß nicht, auf einem Bein durch Patagonien springen oder was. Also beides war jetzt bei uns nicht zwingend der Fall, aber man konnte ja eh nichts machen. Man musste halt in der Nähe bleiben und man hat wirklich entdeckt, wie spannend und exotisch Deutschland sein kann. Plus natürlich diese besagte letzte Seite von uns, diesmal mit Michaels Folge im Autoverkehr von Marrakesch mit dem wunderschönen Titel Marokkanischer Free Jazz. Michi, da geht's ums Autofahren und dass das auch mal anders funktionieren kann, als bei einer Ampel auf Rot zu warten, korrekt?
Ja, das ist komplett korrekt. Also ich hab ja zum Beispiel in Deutschland, ich habe gar kein Auto. Ich fahre gern mit Bus, Bahn und Fahrrad. Aber auf Reisen sattle ich ja manchmal dann doch aufs Auto um, weil ich es einfach spannend finde, in manchen Ländern Auto zu fahren und die Länder mit dem Auto zu erleben. Und in Marokko war ich auch auf einem Roadtrip und habe Marrakesch überlebt. Leute, ich sitze hier, aber ich habe es nur überlebt, weil du natürlich in so einem Land erstmal mit deinen deutschen Regeln und mit deinem deutschen Kopf erstmal auf die Straße fährst. Weißt du, fährst mit der Autovermietung, ich hatte so eine schrabbelige Karre, die hatte zum Glück auch schon ein paar Kratzer. Du fährst erstmal da von dieser Autovermietung in die Straße rein, da blinkst du noch ganz ordentlich, machst noch einen Schulterblick, ne, und denkst, wieso hupt der mich an? Und irgendwann kommst du so ein bisschen rein und du musst dich auch darauf einlassen. Und es ist dann auch spannend, wie fahren Marokkanerinnen und Marokkaner Auto? Und zum Beispiel ist dieses Hupen, was wir immer als unhöflich auslegen in Deutschland und meistens ja auch unhöflich gemeint ist, in Marokko oder Marrakesch ist das genau andersrum. Das ist Kommunikation. Das Hupen ist Kommunikation und daraus entsteht einfach so ein Free Jazz. Also wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes ein Hubkonzert. Und je mehr man sich da so drauf einlässt und dann irgendwann auch mithupt und weiß, wenn man lange hupt, dann ist es, oder so richtig lange hupt, dann ist es wirklich auch böse gemeint, aber so, es gibt so nette Huper, es gibt so Zwischentöne und irgendwann hat man die drauf und dann ist man da drin und dann fährt man mit und dann macht es richtig Spaß, free zu jazzen auf dem Highway in Marrakesch. Ja, man grüßt sich manchmal auf der Welt mit Hupen, ne? So, also ich hab dich gesehen, denkst du, mein Gott, ey. Also würden wir das hier machen. Aber ja, das ist doch schön. Der Text ist sehr nett geworden, der ist sehr schön geworden und ihr findet uns auch auf der geo.de Website. Neben der Möglichkeit für ein Probeabo für Geo-Saison zum Beispiel, das Heft, in dem wir drin sind, da findet ihr aber auch uns und könnt da alle unsere Folgen hören. Danke, Jochen, für den Überblick und jetzt wünschen wir euch beste Unterhaltung, ein paar Learnings, aber auch Abenteuer aus aller Welt mit Sabine, Heinrich und uns. So, wir freuen uns auf die Autorin, Journalistin und Moderatorin Sabine Heinrich. Ihr kennt sie ja aus dem Fernsehen, da moderiert sie unter anderem Frau TV im Westdeutschen Rundfunk. Und nicht dein Ernst mit Jürgen von der Lippe, sie kennt sich also mit so Typen in unserem Alter aus. Und Michi. Ja, Jochen, der war für dich. Danke. Und außerdem weckt sie den Westen auf WDR 2 und zusätzlich engagiert sie sich noch in Ehrenämter in der Stadt Köln. Und wenn sie dann noch Zeit hat, dann läuft sie. Sie ist Mensch und Frau und sie reist gerne. Und damit ist sie der perfekte Gast für uns. Hallo Sabine Heinrich. Hallo ihr zwei. Ich bin sehr gespannt, jetzt mit euch zu sprechen, weil ich höre euren Podcast ja immer beim Laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Folge dann selber hören kann. Das bin ich, glaube ich, verstört. Ach, du bist der Hörer. Die Hörerin. Die Hörerin. Oh, ja, geht's schon los. Da geht's schon los. Und solange Sabine, wir machen die Folge ja auch so ein bisschen als Weiterbildung für uns. Ne? Mhm. Wir sind da teilweise, du merkst das, auf unterschiedlichen Levels, aber Frauenreisen, da gehört ja dann auch Gendern auch ein bisschen dazu vielleicht. Ja. Ja, ich nehme das tatsächlich mit diesem Gendern sehr ernst und werde immer so ganz charmant und so ein bisschen mit Subtext korrigieren. Ja, das ist gut. Ich finde das gut, Jochen. Das ist auch wieder gut für dich. Ja, ich will. Ach, ihr seid doch Feministen, das weiß ja, ich. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber lernfähig. Also das will, also ich lerne gern, sagen wir so. Ja. Ja, jetzt kannst du dabei gar nicht laufen und musst still sitzen. Wir hoffen, das funktioniert gut. Aber du bist jetzt nicht nur Hörerin, sondern auch Gästin hier bei uns. Und das Schöne ist, dass du ja alles mitbringst, was wir für heute brauchen. Also du moderierst Frau TV, also du diese Frauenthemen, die ja auch oft Männerthemen sind und eigentlich feministische Themen sind, da bist du drin. Aber ich weiß ja auch, weil wir uns schon sehr lange kennen und ich habe mal auf die Uhr geguckt, seit über 20 Jahren, Sabine, kennen wir zwar uns schon, ja. Ja. Ich weiß ja auch, dass du viel reist und deshalb ist die Kombi halt für uns super. Wir wollen aber auch vorne da so ein bisschen anfangen, also dieses Thema Reisen. Wie kam das zu dir? Jeder stößt ja unterschiedlich aufs Reisen. Mich hat man auf Sprachreisen geschickt, weil ich so scheiße Englisch gesprochen habe, als ich 13, 14 war. Wie kam das bei dir?
Also Reisen kam echt erst spät. Also wenn überhaupt, war es mal Urlaub. Aber eigentlich sind meine Eltern nie gereist, bis heute. Die sind eher mal in den Urlaub gefahren. Und das aber auch sehr selten, weil wir kein Geld hatten einfach. Und mein Bruder und ich 6 Wochen Sommerferien, ohne mit der Wimper zu zucken und auch ohne Probleme dabei zu haben, im Freibad verbracht haben. Wenn meine Eltern mit uns weggefahren sind, dann war das eine Busreise nach Malgrat de Mar, wo meine Eltern dann auch wirklich 2 Wochen am Stück auf dem Liegestuhl lagen am Strand. Immer der gleiche Liegestuhl, weil der Liegestuhlvermieter wurde direkt zu Beginn des Urlaubs ausbezahlt und in die Familie mit aufgenommen. Also auch wenn wir im Hotel waren, war es so, dass man immer den gleichen Kellner, die gleiche Kellnerin am Abend hatte. Und denen erklärten meine Eltern aber auch direkt immer, wir sind normal nicht die so im Hotel, wir sind eigentlich welche von euch. Und ich erinnere mich an einen Urlaub in Bulgarien, da war ich 12, das erste Mal, wirklich mit 12 Jahren, das erste Mal am Meer. Und am Ende des Urlaubs hatte ich keine Klamotten mehr, weil meine Mutter anfing, unter dem Personal meine Klamotten zu verteilen für die Kinder. Das ist und da meinte sie immer nur, du hast doch zu Hause genug und die brauchen doch hier was. Und meine Mutter hat immer eine Maggi-Flasche mit in den Urlaub genommen, worüber ich mich lange, lange sehr lustig gemacht habe, bis mich mein Freund darauf hingewiesen hat, und du nimmst überall deine Bialetti mit hin. Ach ja, richtig. Wobei, ich finde, da gibt es noch einen Unterschied. Sorry. Ja, aber da gibt es noch einen Unterschied. Also, ja, geht so. Also wenn ich nach Italien eine Kaffeemaschine mitnehme, ist schon ein bisschen krank. Aber das Reisen hat später angefangen. Da war ich dann auch schon bei 1Live. Das hatte natürlich auch was mit Geld zu tun und auch was mit Horizonterweiterung, die ich lange, lange nicht so für mich eingefordert habe. Hm. Gab es denn so einen Punkt, oder manchmal ist es ja ein anderer Mensch, oder so ein Fluchtpunkt, dass man sagt, ich muss jetzt mal weg, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal irgendwie für mich sein? Ich finde, das muss man erstmal lernen, und mein Umfeld war gar nicht so. Also meine erste Reise quasi oder mein erster Urlaub alleine war eine Pauschalreise auf die griechische Insel Karpathos mit meinem damaligen Freund. Und selbst da, weißt du, wie alt war ich denn da? Da muss ich so 19 gewesen sein. Also mit 19, wo andere dann anfangen, irgendwie die großen Abenteuer zu machen, was ich ultra cool finde, aber so war ich nicht, war dann wirklich Halbpension gebucht. Da denke ich halt, warum, ne? Warum bin ich nicht dann mit dem Kleinwagen von irgendwelchen Leuten in der Nacht- und Nebelaktion nach Paris, um am Grab von Jim Morrison zu sitzen und teenie-mäßig zu weinen, wie ich es mir auch vorgestellt habe, aber ich habe es nicht gemacht. Das kam später, und tatsächlich war es dann mein damaliger Freund, der schon auch viel unterwegs war, und wir haben dann angefangen, wirklich zu reisen, und zwar auch länger als 2 Wochen. Das kannte ich vorher auch nicht. Es ist nicht schlimm, finde ich irgendwie. Ich habe mich lang geschämt dafür, wenn andere sagten, ja, also dann war ich ein Jahr im Ausland als Schüler oder als Schülerin, und dann war ich so, ich habe das alles nicht gemacht. Ich bin später eingestiegen, und besser spät als nie. Und es ist kein Grund, sich dafür zu schämen, das nicht gemacht zu haben. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Also wir fahren von 2 Tagen bis zu 8 Monaten, ist ja alles möglich. Ich habe auch, erste lange Reise war mit 19 auch tatsächlich so. Aber also um Länge geht es ja irgendwie mal gar nicht bei den Reisen. Also wir haben wirklich Wochenendtrips nach Salzburg, und sonst weißt du ja alles. Aber weißt du, den Atlas hier, diesen Dirke Weltatlas, yes, den ich hatte, den habe ich benutzt, um Herzchen draus auszuschneiden, und zwar da, wo mein Schwarm herkam. Also wenn ich gerade im Zeltlager auf Korsika, bin übrigens sehr viel mit der Kirchengemeinde weggefahren, im Zeltlager auf Korsika einen Jungen kennengelernt habe, der aus Kassel kam, habe ich da ein Herzchen aus Kassel geschnitten. Sabine, so, wie romantisch ist das denn?
Endlich macht der Dirke Atlas immer noch Sinn jetzt. Ich habe so ein Ding auch noch rumstehen. Ja. Ich krieg's nicht übers Herz hinwegzuwerfen. Ja, aber meiner hat Löcher überall. Aber das Tolle ist ja, also was du sagst, es gibt ja so Leute, die dann wirklich relativ früh dann irgendwie so dieses Blut lecken beim Reisen und andere dann später, manche schaffen es ja gar nicht, weil sie da keinen Zugang finden. Aber das ist ja das Tolle beim Thema Reisen. Manche fangen das ja im Rentenalter erst an. Und klar kann man dann überlegen, mein Gott, was habe ich die ganze Zeit verpasst? Aber dann ist ja auch immer noch Zeit, das zu machen und Dinge zu machen. Und deshalb find ich immer so diesen Vergleich, der ist manchmal so ein bisschen schade, weil gerade so junge Leute sich ja dann so oft so vergleichen, der war schon da und die war schon da und ich nicht und so. Und, das ist eine Geldfrage ganz oft, ne? Ja. Und auch nur, und ich hörte immer die Leute sagen, ja, ach du Asien, das kostet ja nichts. Und dann dachte ich so, ja, aber jetzt muss ich irgendwie, was weiß ich, 600 Mark für einen Flug zusammenkriegen. Wie soll ich das denn machen, ne? Ja. Da war ich noch nicht bei 1Live und da war ich Volontärin und musste zusehen, dass ich am Monatsende nicht so komplett im Minus bin. Und deswegen ging es da noch nicht. Aber als dann so die erste Reise, nicht Urlaub, Reise getan, da unterscheide ich tatsächlich auch, war dann klar, also das ist hier, das ist mein Herz und das ist mein Kopf und das ist alles das, was uns ausmacht. Horizonterweiterung. Was waren die erste Reise ganz alleine? Ich hatte einen ganz guten Einstieg. Der besagte Freund, Sportjournalist, war immer viel unterwegs und der war bei den Olympischen Spielen in Peking. Und es war klar, ich würde hinterher reisen. Das heißt, das erste Mal alleine in ein fremdes Land, in ein Flugzeug zu steigen. Das finde ich ist schon so ein Schritt, ne? Also das ist so, ach, werde ich zurechtkommen, werde ich mich einsam fühlen, ich möchte doch, was ich sehe, auch teilen und sowas alles. Da hatte ich es gut, das heißt, ich bin ihm hinterhergereist, ich wusste, da ist jemand, aber der musste ja da viel arbeiten. Das heißt, ich war in Peking, in China, wo du ja auch nichts lesen kannst. Und nichts verstehst meistens. Ja, erstmal alleine unterwegs und das war perfekt. Weil ich Vertrauen gewonnen habe. Erst einmal Vertrauen in meine Fähigkeiten und auch in Land und Leute. Also und vor allen Dingen dieses Vertrauen, ich bin ja am Arsch der Heide. Ich spreche die Sprache nicht, ich kann sie nicht mal entziffern, aber ich komme klar. Was soll mir hier passieren? Da gab es eine Taxifahrt, ich bin eingestiegen, ich konnte zwei Sätze Wuqiao Sabine, ich bin Sabine und Huani. Und dann war sofort Stimmung im Taxi. Ich liebe dich. Und das war toll. Und ich hatte so ein, das nennt sich China-Riegel. Das ist so ein rechteckiges Teil mit so einer wie eine Art Musterklammer an der Seite. Und dann kannst du Sätze auf Deutsch und dann kannst du sie umdrehen, da sind sie auf Chinesisch. Hör mal, was war das ein Spaß. Ich habe ganze Unterhaltungen mit diesen Dingen geführt, also immer hin und her gereicht. Ne? Und ich hab meinen Freund da gar nicht gebraucht. Ja, aber das ist ja erstmal eine ganz coole Erkenntnis, wenn man zu dem Punkt auf einmal kommt, oder? Ja, ja. Und vor allen Dingen auch dieses Merken, wie gut es dem eigenen Selbstwertgefühl tut, das alleine zu erobern. Und zu entdecken, das ist einfach ein tolles Abenteuer. Und das ist, und wenn wir jetzt gleich über andere Reisen noch sprechen, die auch in Gebiete gegangen sind, wo man erstmal sagt, so was? Als Frau alleine dahin? ist es erst einmal, was soll mir passieren? Was? Um jetzt die schlimmsten Sachen direkt auszusprechen, also verschleppt zu werden, vergewaltigt zu werden, ich will das, ich kann das nur für mich sprechen, das kann mir auch hier passieren. Trotzdem, wir haben dazu auch einen Kommentar von Between Two Poles, eine Frau, die bei uns auf Instagram geschrieben hat. Als wir angekündigt haben, wir machen diese Folge. Und sie schreibt, ich bin passionierte Langstreckenwanderin und war schon viele tausend Kilometer weltweit auf verschiedenen Trails unterwegs. Die Frage, die mir immer wieder begegnet ist, ist die Frage nach der Angst. Was also so als Frau ganz allein,
Das ist eine Frage, die sie oft gehört hat. Hast du keine Angst? Du bist ja unfassbar mutig. Egal, ob ich in Deutschland oder im nordindischen Himalaya wandere, kommt diese Frage. Die Frage wird von Männern und von Frauen gestellt, oft ohne weiter nachzudenken, sondern als Reflex, weil es eben nicht sein kann oder darf, dass ich als Frau nun eben mal Zeit mit mir verbringe und viele Kilometer alleine wandere. Und dann auch noch irgendwo schlafen, keine Dusche, Abenteuer und alles. Ich fasse mal zusammen. Between Two Poles schreibt, es ist noch lange keine Selbstverständlichkeit, leider. Hast du das auch erlebt, dass Leute überrascht waren, dass du allein von A nach B unterwegs warst? Also ich erlebe oft die Frage, fühlst du dich da nicht einsam? Was ist denn, man will doch die Erlebnisse, die man hat, da teilen. Und was ist, wenn du traurig bist oder so? Und dann erkläre ich, was ist, wenn ich traurig bin? Ne? Also, oder dass ich das Gefühl des Einsamseins eigentlich nur früher hatte, als ich es noch nicht gemacht habe. Wenn du einmal dann alleine gefahren bist, es gibt auch einen Flop, ne? Also ich kann auch sagen, wo es schiefgegangen ist, das alleine Reisen, wo ich mich wirklich allein und einsam gefühlt habe, dass es unerträglich war. Aber weißt du, wenn du es einmal gemacht hast, dann sind all diese Fragen vorher, die sind so weg. Ja, weil die meisten Sorgen einfach unbegründet sind. Ne? Also es ist so, die Frage, es ist ein bisschen so, als wenn man allein ins Kino geht und die Leute es nicht fassen können, dass man alleine ins Kino geht. Und man denkt so, Alter, warum soll ich denn nicht allein ins Kino gehen? Im Kino unterhalte ich mich ja eh nicht. Ich habe mal in Paris, also ich habe eine große Paris-Schwäche und obwohl ich wirklich nur sehr schlecht Französisch spreche, wenn ich am Gare du Nord aussteige, dann habe ich immer das Gefühl, ich komme zurück nach Hause. Und da habe ich mal, da war ich auch schon alleine und dann ganz oft, wie kann man denn nach Paris alleine fahren? In die Stadt der Liebe? Ja, aber die Stadt der Liebe mit mir. Also und da habe ich in einem Restaurant gesessen draußen, und da sitzt man ja sehr eng, so, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, so in Pandemiezeiten so sehr eng. Rechts und links von mir jeweils ein Pärchen und ich habe mir eine geile Flasche Weißwein bestellt. Und die guckten schon immer rüber und dann guckte ich irgendwie im Stadtplan nach und dann sagte die Erste schon, sprach mich an, ob denn da mein Partner noch kommen würde und ich, ne, die Flasche trinke ich alleine. Und der Nebentisch, die interessierte sich auch plötzlich. Und der Freund ging zum Klo und dann sagte sie, was machst du? Und ich so, ich bin alleine, ich habe einfach einen guten Abend. Und dann sagte sie, pass auf, ich weiß heute noch von einer Party, mein Freund muss eh morgen früh aufstehen. Hast du Bock, mit mir dahin zu gehen? Ja, glaub mal nicht, dass ich diese Einladung bekommen hätte, wenn ich da auch mit einem Typen gesessen hätte. Ja. Also machen. Das haben viele, viele geschrieben auch. Viele unserer Hörerinnen haben auch geschrieben, dass natürlich das dadurch, dass du auch als Frau allein bist und unterwegs bist, dass man wirklich viel erlebt. Sünje schreibt zum Beispiel, auf jeden Fall machen, auch als Frau alleine reisen. Und sie hat geschrieben, sie hatte oft das Gefühl, dass die Einheimischen extra ein wachsames Auge auf sie hatte. Ja. Also sie war in Indonesien, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Sri Lanka, Neuseeland allein und sagt, die Leute kümmern sich auch mehr um einen. Ja, das kann ich absolut teilen. Also das sind jetzt natürlich auch alles asiatische Länder, die ich auch durchaus bereist habe. Und da ist das auch meine Erfahrung. Mhm. Also dass es eine große Fürsorge gibt und ich habe mich wirklich nie unsicher gefühlt. Sie schreibt auch, sie wurde allein spontan, also was du eben beschrieben hast, was du in Paris erlebt hast, hat sie in Kambodscha erlebt. Sie ist auf eine kambodschanische Hochzeit eingeladen worden. Ja. Sie war dann auch irgendwo auf Bali mal Gast auf einer Beerdigung, auch komplett abgefahren, ne? Dass du bei sowas dann auch in einer anderen Kultur halt dann eingeladen wirst. Und ich kenne das ja auch von mir als Mann, wenn ich alleine reise, dass solche Dinge allein, so abgefahrene Dinge manchmal, viel öfter passieren. Ja, weil wenn du zu zweit auftauchst, dann bist du auch eine Einheit, ne? Da lässt du auch erstmal keinen so rein. Und ich habe die schönsten Sachen erlebt alleine. In Vietnam
auch so eine Art der Fürsorge. Ich saß auch in einem Restaurant draußen, irgendwas gerollt. In Vietnam rollt man ja alles. Und also Essen. Zur Toilette. Ja. Stark. Ach ja. Und wollte zur Toilette und der Kellner machte mir klar, die Toilette hier ist keine gute Idee. Und dann hatte ich damit auch abgeschlossen. Und plötzlich stand er mit einem Moped vor meinem Tisch. Und ich habe mich hinten drauf gesetzt, natürlich ohne Helm. Und dann durch diesen verrückten Verkehr in Saigon. Ich hatte keine Idee, was er mit mir vorhat. Ich bin aber einfach mit aufgestiegen. Dann hat er mich zu einer öffentlichen Toilette gebracht, hat die für mich bezahlt und hat mich dann mit dem Moped zurück zu meinem Tisch gefahren. Nicht schlecht. Zwischenzeitlich hinten auf dem Moped in diesem verrückten Verkehr dachte ich, wie erkläre ich das zu Hause? Wenn ich mit einem kaputten Kopf ankomme. Aber ja. Ehrlich, ich feiere diesen Moment so sehr in meinem Leben und ich bin so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. An der Stelle möchte ich aber nochmal sagen, ich bin ich. Ich kann nicht für andere sprechen. Und immer Menschenverstand einsetzen. Ne? Also ich bin wirklich überall mit auf- und eingestiegen. Weil ich mir die Leute gut angeguckt habe. Klar, man kann ihnen nur vom Kopf gucken. Und es ist immer gut gegangen. Aber jetzt bin ich Mutter zum Beispiel. Ich reise nicht mehr allein. Ich reise, selbst wenn mein Kind nicht bei mir ist, ich reise nicht mehr allein. Und nicht mehr so befreit, wie ich gereist bin, bevor ich Mutter wurde. Das ist ein bisschen bedauerlich. Aber wahrscheinlich kommt das wieder, wenn du eine ältere Mutter bist, um das jetzt mal so pauschal zu sagen, also wenn das Kind vielleicht wieder größer ist. Also das habe ich an mir festgestellt, mit dem alleine Reisen und Kind zu Hause, dass man das dann wieder einfacher macht. Ne? Ja, also das habe ich so festgestellt. Aber natürlich ändert das was, weil das andere, man hat natürlich allein, wenn man allein für sich ist und hat jetzt irgendwie keine Verantwortung für Familie oder Kinder auch zu Hause, dann ist man vielleicht ich glaube, das unerschrockener. Ist unerschrockener und mutiger. Ja, also und nochmal immer wieder dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ihr kennt doch diesen Grenzübergang in Kambodscha, wenn man von Thailand nach Kambodscha fährt. Wie heißt der nochmal? Jochen, sag mal, King? Ich weiß nicht, wie der Grenzübergang ist. Ich weiß, welchen du meinst. Das ist kein schöner Ort. Es ist so verrückt gewesen. Ja. Weißt du, ich wollte von Thailand nach Kambodscha rüber. Ja. Und da kriegst du ja an deinem Startpunkt, habe ich einen Aufkleber mit einem Smiley drauf gekriegt. Mhm. Und das ist ja quasi so die Fahrkarte. Das ist irgendwie das Symbol ab Phnom Penh, ne? Und da traf's ja auch erstmal alles nicht. Dann sitzt du erstmal auf dem Trecker, dann sitzt du in einem kleinen Bus und dann steigst du nochmal um in einem Bus und irgendjemand sieht immer, Smiley auf der Brust, so. Und dann ließ der mich aus dem Bus so 300 Meter vor diesem Grenzübergang raus. Und ich so, ja, und jetzt? Und er, ja, go und go. So. Und dann irgendwie so eine zweifelhafte Gesundheitsprüfung, wo jemand mit einer Taschenlampe auf meine Stirn leuchtete, kostete natürlich auch Geld und alles Mögliche. Und dann meinte ich irgendwann zu irgendjemandem, auch wimmelten alle möglichen Leute rum, wo geht denn jetzt mein Bus weiter? Guckte so auf meine Brust, Smiley, ja, keine Ahnung. Und dann saß ich da in dieser Sonne und es tat sich nichts. Eine Stunde nicht, zwei Stunden nicht, drei Stunden nicht, vier Stunden nicht. Und ich saß also am Arsch der Heide. Und ich habe noch mal in mein Reisetagebuch nachgeguckt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe hier diesen schönen weinroten Reisepass. Also, wenn der ADAC mich nicht rausholt, dann macht's der Außenminister. Also, aber irgendwann kam jemand zu mir, guckte auf mein Smiley, sagte, da ist der Bus. Und dann ging es weiter nach Phnom Penh. Und das hat mich Das war eine gute Prüfung fürs ganze Leben. Irgendwie geht's weiter. Aber es hat ja fast alles hat ja irgendwie auch mit Plänen zu tun, die man nicht macht. Ne? Also mit diesen offenen Stellen, so der Typ, der dich mit dem Moped irgendwie in Vietnam zur Toilette führt oder das jetzt einfach auch das Aushalten, dass mal drei Stunden Leerlauf ist und mal gucken, was passiert. Ne? Ja. Ja, aber erzähle ich zu viel? Nein, das ist doch genau der Punkt. Also das ist eine Sache, über die wir sehr viel sprechen, weißt du so. Also dieses, ich nenne das jetzt mal, das ist jetzt, aber ich bin ja auch, weißt du so, ich bin
ich bin Beamtensohn, ich bin deutsch, weißt du, ich mag Pläne eigentlich. Das ist in meiner DNA drin. Ich möchte gerne, dass Sachen organisiert sind. Und da erstmal hinzukommen, dass man sagt, ich lass jetzt mal laufen. All die Sachen, von denen du redest oder die dich jetzt von mir aus weitergebracht haben, haben ja eigentlich damit zu tun, dass du mal losgelassen hast. Also da ich, ne, also wenn ich sowas habe, das ist ja auch viele der schönsten Sachen, über die wir auch im Podcast reden, sind ja Sachen, die wir vorher eben nicht geplant haben. Ja, das ist Reisen, ne? Also ich mir fällt gerade noch so eine Szene ein in Alaska. Da war ich aber nicht alleine. Da sind wir gerade, also ich habe so eine Kanutour gemacht mit meinem damaligen Freund über den Yukon durch die Wildnis. Geil. Ja, mega. Also heute würde ich sagen, das beste Abenteuer meines Lebens. Okay. Das Reisetagebuch spricht eine andere Wahrheit. Ach so, romantische Verklärung und so, ne? Volle Kanone. Ja, was habe ich geschimpft, ey? Weißt du, wenn du so gerade bei so unter 0 Grad nachts aus dem Zelt zum Pipi machen musst irgendwie und seit 2 Wochen nicht geduscht hast und so. aber im Nachhinein die beste Tour meines Lebens. Aber wir saßen also, sind nach mehreren Wochen Paddeln in Alaska angekommen und dann wurde uns gesagt, hier fliegt ein Eagle, so heißt das. Hier fliegt manchmal ein Postflugzeug nach Fairbanks. Mhm. Und zwar, da ist der Flugplatz. Das war aber nur ein Acker. Das war nur ein Feld. Da stand nichts sonst. Das war nur ein Feld. Und da sind wir dann mit unserem Faltboot im Rucksack zusammengelegt, mit unseren Sachen also hin und haben gewartet. Und es tat sich nichts am Himmel. Einen ganzen Tag nicht. Und dann kam irgendwann ein Postflugzeug. Und wir so, ah, da kommt was. Nee, wir können euch nicht mitnehmen. Wir haben nur 2 Sitze hinten drin. Aber ja, viel Erfolg. So, und wir haben 1,5 Tage, also es war leichter, über den Yukon dahin zu paddeln, als zurückzukommen. Wir haben dann halt einfach da gelegen auf diesem Feld und haben gewartet. Hm. Und irgendwann kommt was und passiert was. Knaller. Toll. Alaska ist mir jetzt im Moment, wir sitzen 2021 im deutschen Winter, ein bisschen zu kalt. Ich will nochmal nach Asien, wo du gerade warst. Du hast von Vietnam erzählt. Und Vietnam und Asien, also wenn uns ja Frauen fragen, wo kann man denn als Frau vielleicht zum ersten Mal solo reisen, dann sind wir immer ein bisschen vorsichtig, weil wir sind zwei 40-jährige, 2 Meter große Typen. Wie sollen wir das 40? Richtig beantworten? Weil uns die 44. Alter, muss das denn sein? Also, so, das Schöne ist, Sabine ist exakt genauso alt wie wir, Jochen. Auch 40, ja? 44. Ach so, okay. Das weiß ich aus 20 Jahren Erfahrung. Wir sind zwei 44-jährige, ziemlich große weiße Typen. Wir können das gar nicht richtig beurteilen. Wir können tendenziell antworten und haben von der Erfahrung her, würden wir meistens sagen, Jochen, korrigier mich, dass das gerade buddhistische Länder, asiatische Länder eigentlich für Frauen ganz gut sind. Wie schätzt du das ein? Wie hast du das erlebt? Weil du warst ja auch schon in Thailand, in Kambodscha, in Vietnam. Ja, genau so. Also das ist ja ein Land, also Thailand ist erstmal ein Land voller Liebe, ne? Und Kopkunka. Und das ist ja, also ich bin jetzt 1,63, bin jetzt auch kein Riese, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt einatme, dann hängen mir die quer vor den Mandeln, ne? Also ich muss auch sehr viel zarter mit den Menschen umgehen, so ein Mädchen aus dem Pott irgendwie. Ne? Wir merken das. Und das war toll. Und ich überlege gerade, also Asien war ich alleine unterwegs und hatte 4,5 Wochen Zeit. Und kurz zum Hintergrund, ich war ehrlich gesagt in keiner guten Verfassung emotional. Also ich hatte entschieden im Sommer davor, es muss eine lange Reise sein und das soll der Schlusspunkt einer sehr traurigen Phase meines Lebens sein. Und dann habe ich in so einer Kaffeetasse 3 Zettelchen gehabt. Da stand einmal drin Südostasien, einmal Neuseeland und einmal Australien. Und ich habe den Zettel also wirklich ganz unemotional rausgezogen. Und der Zettel, der es dann war, ist es dann auch geworden. Also wenn es Australien gewesen wäre, hätte ich Australien gemacht. Und dann war es Südostasien. Ich habe an diesem Nachmittag im August einen Hin- und einen Zurückflug gebucht. Und das war es erst einmal. Ich habe mir bis einen Tag vorher nicht mal Gedanken darüber gemacht. Ach, gar nicht wahr. Ich habe mich vorher um mein Visum für Vietnam gekümmert. Aber ansonsten nicht mehr. Ich bin angekommen in Bangkok und
habe mir noch nicht mal richtig aufgeschrieben, wo das Hostel sein soll. Und stand also erstmal da an dieser verrückten Khao San Road und dachte wirklich so, ja, ich werde schon irgendwie klarkommen. Ich hatte nur den Namen von diesem Hostel und dann der Tuk-Tuk-Fahrer mit mir da rumgefahren, kam nicht weiter, hat einen Motorradfahrer angehalten, hat dem Geld gegeben, was ich ihm vorher gegeben habe. Ich musste dann umsteigen auf das Motorrad, weil ich dachte da schon, alter Schwede, ey, es geht schon los, ich geh schon verloren. Und da waren gerade so diese Proteste, erinnert ihr euch, das war dieses, wo die da wochenlang gecampt haben. Und in so einer Bannmeile. Ja. Und meine Mutter sah immer nur in den Nachrichten. Und da gehst du aber nicht hin. Es gab auch Explosionen und Anschläge. Da gehst du aber nicht hin. Und ich so, Mama, ey, Bangkok ist total groß. Das kriege ich nicht mal mit. Mein Hostel war aber mittendrin. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass das diese Bannmeile ist. Ich fragte dann im Hostel nach, was ist denn das da? Da ist so eine Bühne. Das war Silvesternacht. Auch noch so eine geile Erfahrung gemacht, einfach so positiv. Und ich so, da war so eine Bühne und so ein Theaterstück oder so. Und der, nee, das ist die Demo. Und ich Und meine Mutter dann am Telefon, und, alles gut? Ja, Mama, alles gut. Ja. Ach, manchmal muss man lügen. Ja, und aber auch da habe ich mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, ne? Und sondern fand das irgendwie erstmal hier great experience. Und mich da unterhalten, was macht ihr hier? Und habe diesen politischen Konflikt da auch erstmal verstanden, glaube ich zumindest. Und bin da erstmal zur Ruhe gekommen. Und dann ist ja, man ist ja nicht alleine. Dieser Rucksack ist einfach ein Erkennungszeichen. In diesem Hostel sind genug Leute, die auch soloreisend sind. Und dann unterhältst du dich und dann sagen die so, also du willst, was brauchst du denn jetzt? Ja, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ja, dann fährst du am besten zu der und der Insel, da ist der Jota und der ist ein cooler Typ, geh da einfach hin. Ja, und so ist das. Thailand ist ein guter Einstieg. Wenn man das allererste Mal alleine reist, würde ich aber nicht sagen, sofort 4 Wochen. Also, oder? Ja, es ist. Also, das ist volle Breitseite. Also. Ist halt so Typsache, ne? Ich musste daran denken, dass für mich die erste, ich glaube, es war eine der ersten Alleinreisen, wenn man wirklich viel in sich selbst vorgehen hat, dann wirkt ja manchmal die Anreise schon wie eine Weltreise. Da ist man ja, hat man ja schon irgendwie, bis man im Hotel ist, genug gelernt, um eigentlich wieder nach Hause zu fliegen. Also wie gesagt, Michael hat ja schon gesagt, ich lerne ja auch immer viel so bei meinen einzelnen Schritten über diesen Erdball. Aber ich kann das nachvollziehen, weil man einfach so viel, wenn man mit sich selbst ist und auch was in einem vorgeht, wenn man jetzt nicht nur irgendwie glückselig durch die Gegend surft oder so, dann passiert so viel. Dann ist man eigentlich schon nach 3 Tagen voll mit Erkenntnissen, was schön sein kann. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil der Horizont auch, man muss sich ja so kleine Inseln bauen, an denen man sich so entlanghangelt erstmal, weil es gibt diese Momente, in denen es halt nicht so einfach ist. Klar, also ich habe auch in Vietnam auf dem Bordstein gesessen und geheult und war fix und alle und dachte, wie cool es jetzt wäre, wenn jemand an meiner Seite wäre, der sagt, pass auf, wir stehen jetzt auf, wir kaufen uns einen lustigen Hut und machen weiter. Aber so war es nicht. Stattdessen gab es so eine Begegnung mit einem älteren Mann und ich habe das nochmal im Reisetagebuch nachgelesen, der irgendwie sagte, hey, auf Englisch, du bist aus Deutschland. Und ich, woher weißt du das denn? Reiseführer, der ist deutsch. Und ich, ah ja, alles klar. Und dann sagte er, pack den mal weg. Und dann gehst du da und dahin, da gibt es eine super gute Suppe. Ne? Wenn man in Vietnam nicht so rollt, dann isst man eine Suppe. Und, und dann lässt du mal den Reiseführer weg. Und dann läufst du mal einfach rum. Du gehst schon nicht verloren. Und das fand ich auch so super cool. Und ich habe den Reiseführer dann auch nicht mal rausgeholt. Das ist ja, wenn man solche Momente hat, solche Erkenntnismomente und trifft auf so eine Person, das ist so Gold. Weil das ja auch einem ja aus dieser kleinen Situation so raushilft. Aber natürlich, das ist ja auch das, wo Teil unserer Reisephilosophie oder wenn man reist, dass man, geh einfach mal drauf los. Und hab keine Angst, gib nicht ganz dein Hirn ab. Ne? Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Tipp, der auch von ganz vielen Frauen kam. Einfach mal schon treiben lassen, hör auf dein Bauchgefühl, bleib so ein bisschen achtsam und dann geht das schon. Und dann lass einfach mal los. Und
Und dann entdeckst du halt auch viel mehr Dinge, als da in diesem Reiseführer drinstehen. Leute, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen nochmal. Ne? Ich habe das Reisetagebuch hier liegen und dachte, wir zeichnen auf am, was, der wievielte ist heute? Der siebte, ne? Der siebte Erste. Ja. Ich habe aufgeschlagen, siebter Erster. Und da ist exakt diese Geschichte mit dem Smiley am Top. Das bedeutet wohl, zu welcher Organisation ich gehöre. Am Hafen ging es auf einen Pickup, zu einem Minibus und so geht's weiter. Nach 12 Stunden war ich im Phnom Penh. Krass. Das ist lustig. In welchem Jahr? Wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt 7 Jahre her. Und hier gibt es eine Stelle, die Landschaft bis dahin wirklich besonders. Da liefen Kühe rum und ein etwa 5-jähriges Mädchen hielt mit einem Stock 8 Büffel in Schacht. In Phnom Penh übrigens, schreibe ich dazu, in Phnom Penh zunächst wieder dieses Lost-Gefühl, das aber auch ein ganz gutes Gefühl sein kann. Ein Tuk-Tuk-Fahrer steckt mir erstmal, dass ich alles festhalten muss. Auffällig, wie gut die Leute hier gekleidet sind. Sehr gut geschnittene Hemden. Klar, kommen ja alle hierher. Kambodscha, ja klar, made in Cambodia. Ja. Das ist hier wirklich Auszug aus meinem Reisetagebuch. Großartig. Ich bin ein bisschen neidisch, dass, also ich habe das nie so richtig gemacht mit dem Reisetagebuch. Ach, ich werd gerade wieder so richtig neidisch. Vielleicht musst du da irgendwann mal ein Buch draus machen. Das glaube ich nicht. Also das glaube ich, weil ich finde gut, in diesem Reisetagebuch sehe ich gerade, ist eine Eintrittskarte vom MoMA in New York. 1.5.2018. New York übrigens, Großstadt als Frau alleine. Ne? Wart ihr mit Asien schon fertig? Ja, von mir aus. Das ist ja das Schöne am Podcast. Wir lassen Asien einfach hinter uns, nehmen aber mit. Asien ist ganz gut für einen Einstieg als Solofrau. Wir wollten nach New York. New York hat mich stark geprüft, weil es einfach die Stadt ist, von der alle sagen, es ist die geilste Stadt der Welt. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich kenne noch bestimmt mindestens eine Metropole, die ich noch ein bisschen besser finde. Aber trotzdem, mit diesem Druck fährst du schon hin. Und ich war das erste Mal 2002 da mit einer Freundin. Das zweite Mal dann mit meinem Freund, ein paar Jahre später. Und ich bin in New York nie klargekommen. Also mir hat die Stadt... Das ist wie mit London und mir. Wir haben nicht einen Rhythmus. Also das war schwierig. Ich war dann 2012 nochmal da, weil ich den New York Marathon laufen wollte. Und da war gerade dieser Sturm, der die halbe Stadt leer gefegt hatte. Und ich hatte schon meine Startnummern dann geholt an dem Freitag und der Marathon wurde dann abgesagt. Mhm. Und ich war allein in New York und... hatte aber meine Laufgruppe noch irgendwo dabei, aber ich war eigentlich allein. Und zum ersten Mal bin ich mit New York klargekommen. Ich sehe mich immer noch über diese Williamsburg Bridge laufen und war so glücklich mit mir und mit dieser Stadt. Und ich dachte, ja, also es braucht mehrere Anläufe und vielleicht brauchten New York und ich auch einfach einen exklusiveren und besseren Moment. Keine Ablenkung durch eine nächste Person. Das war ein schöner Moment und auch das würde in diesem Reisetagebuch stehen. Ich war im Museum of Modern Art dann das dritte Mal vor einem und demselben Bild. Und ich war danach auch das vierte Mal nochmal da, dann mit meiner Familie und mit meinem Kind und mit meinem Freund. Und das bleibt für immer. Also dieses Bild und ich, das klingt jetzt so kitschig, aber es ist ein bisschen so. Das Bild und ich, wir haben uns in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder gesehen. Das Bild bleibt immer in New York. Und ich komme dahin und ich weiß so, wir passen jetzt gut zusammen. Und ich werde immer älter und das Bild bleibt zeitlos. Kitschig, ne? Aber auf solche Gedanken kommt man, wenn man alleine ist. Aber ich finde genau das. Ich finde, Alleinreisen ist auch ein bisschen kitschig. Also ich habe das mit London, also ich... war als erstes in London alleine dort. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen in die Stadt verliebt, ganz kitschig, weil es da auch Orte gibt, zu denen ich immer wieder hin will, wenn ich da bin. Die mir so ein tolles Gefühl geben. Und ich habe das auch mit Australien, mit Sydney. Es gibt so diese Straße runter, wo dann gleich die Harbour Bridge um die Ecke kommt. Und ich weiß genau an dem Haus, das gibt so ein Haus, und dann kommt man genau auf diesen Punkt. Und ich habe da vorher Puls vor Freude. Ja. Also, weil dann diese Vorfreude ist so groß und dieses
auf der anderen Seite der Welt trotzdem ankommen, in irgendeine Art von nach Hause kommen. Und ich bin da mit mir alleine total happy und hatte auch nie das Gefühl, also ich teile das auch gern auf Reisen, aber es gibt so Momente, so kitschige Momente, die sind wahrscheinlich besonders kitschig, weil man sie für sich allein hat und keiner lenkt einem davon ab. Und es nimmt ja auch keiner mehr. Also, weißt du, egal mit wem du da hingehst, das wird nicht besser. Also, Jochen, hast du das nicht? Bist du ein bisschen, ekelst du dich gerade, weil es hier so ein bisschen jetzt... Genau, ja. Also Emotionen ist ja nicht so meins meiner Features. nein, überhaupt nicht. Ich denke über zwei Sachen nach. Das erste ist, wo ich das auch habe, und das habe ich zum Beispiel jetzt, das klingt immer so abgehoben, in Tokio, als wenn ich jede Woche in Tokio bin, aber ich war da jetzt 2 oder 3 Mal durch Zufall. Und du hast irgendwie so einen Ort, wo du hinkommst. Also ich weiß, was ihr meint. Und ich glaube, dass diese Emotionalität, wenn man alleine ist, einfach größer ist, weil sowohl die Tiefen tiefer sind als auch und die Höhen auch höher. Und ich glaube, das stärkt auch. Also ich glaube, gehört das Tief so ein bisschen dazu, wenn man alleine reist, muss ja gar nicht so tief sein, aber wenn man da dann rauskommt und sich was ergibt, sei es jetzt der Kollege, der dir den Reiseführer abnimmt oder der Typ, der sagt, hier, das ist der Smiley auf der Brust oder was auch immer, das sind Momente, da hast du dich alleine rausmanövriert. Vielleicht auch manchmal gar nicht so aktiv, aber du hast es überlebt und das hast du dir erarbeitet. Und ich war auch noch beim anderen Punkt gerade, du fährst nach New York City alleine und der Grund, warum du da hinfährst, für den du wahrscheinlich auch trainiert hast, wird abgesagt und der nächste Satz ist, ich war noch nie so glücklich in New York, als ich irgendwie, das ergibt ja erstmal überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich bin trotzdem gelaufen, ne? Also ich bin nicht den New York Marathon gelaufen, aber ich bin Marathon in New York gelaufen. Ich habe mir dann an dem Sonntagmorgen einfach meine Startnummer, die ich ja schon abgeholt hatte, auf die Brust gepinnt und bin trotzdem 42 Kilometer gelaufen. Also das heißt, ich hatte für mich einen Zieleinlauf. Wie viel reicher mein Leben ist durch all diese Erfahrungen und wie viel ärmer es wäre, wenn meine eigene Courage mich daran gehindert hätte, all das zu erleben. Ja. Aber gibt es ein Land, wo du dich noch nicht so hingetraut hast? Ja, Indien. Sonst ist einfach die Zeit, also ich habe sehr spät angefangen, wie gesagt, mit dem Reisen. Und jetzt im Moment, also ich habe ja ein kleines Kind, auch da würde ich ja immer sagen, überall mit hinnehmen. Also es war 2 Jahre alt, da waren wir in New York und ich habe nochmal New York auch nochmal ganz anders erlebt. Auch ultra cool mit Kind. Und eigentlich gibt es auf meiner Liste noch ganz schön viele Länder. Mein Reisetagebuch, es hat noch ein paar Seiten. Ich würde gerne nochmal wirklich alleine reisen. Aber nochmal, also das wird erstmal noch ein bisschen dauern. Italien im Januar habe ich mal alleine gemacht. Das war auch spannend. Das ist doch auch... Wenn keiner da ist. Ja. Wenn keiner da ist. Knaller. War ich auch mal im Januar alleine. Das ist toll. Es ist nicht ganz so warm. Das ist witzig, weil die ganze Architektur und so aufgelegt ist auf Wärme. Man ist einem schon mal kalt nachts, aber der Rest ist einem egal. Die Sonne hat schon so eine Stärke, ja. Ja, und es ist halt auch so schön, weil es einfach so wahnsinnig leer ist. Ne? Ja. Weil man einfach wirklich vergisst, dass da sonst die halbe Welt irgendwie einmal vorbeischippert. Das ist schon schön. Ne? Ich möchte was zum Einstieg sagen. Wenn man das, also jetzt bevor wir so zum Ende kommen, nochmal, also ich würde vielleicht nicht mit 4 Wochen Südostasien anfangen, wenn man das erste Mal alleine reist. Also 4 Wochen ist dann schon hartes Brett. Ich würde auch nicht einsteigen mit alleine nach Paris. Also das ich kann das so. Aber was wirklich immer gut ist, ist zu fragen, wo ist mein Sehnsuchtsort? Wo möchte ich unbedingt mal hin? Und dann ist man ja schon so damit beschäftigt und dann merkt man, das füllt schon sehr aus. Und einfach machen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und lasst es mit dem Instagram. Das ist ehrlich, ich habe bewusst das nie gemacht, wenn ich alleine reise, zu viel Instagram, weil das kann das ist eine irre Ablenkung. Dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, was mache ich hier für einen Filter drauf, wie sehe ich hier aus und so, es ist scheißegal. Fahr mit dir selbst und du bist dein bester Reisepartner. Punkt. Ja, das kann man genauso stehen lassen. Ja. Sabine, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für deine Eindrücke. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.
Sabine Heinrich in Frauenreisen. Auf Insta und Facebook gibt es auch Bilder von Sabine auf ihren Reisen. Folgt uns da gerne und schaut auch auf unserem Blog vorbei. Reisen, Reisen, der Podcast. Da gibt es wie bei allen Folgen extra Material und auch einen tollen Text von unserer Kollegin Julia. Die hat sich zu Männer- und Frauenreisen nochmal ausführlich ihre eigenen Gedanken gemacht. Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch beschenken. Wir stehen auf Sterne, Jochen, ne? Ja, wir stehen auf Sterne, wir stehen bei iTunes auf Sterne. Also wer möchte, kann gerne eine Bewertung für uns abgeben. Natürlich auch gut gemeinte, sind herzlich willkommen. Sterne ist ja so ein bisschen eine Währung, zumindest bei Apple für Podcasts. Also wenn ihr Bock habt und dass euch das gefallen hat, teilt das gerne anderen Menschen mit. Ansonsten Social Media halt, ne? Also schaut gerne vorbei. Wir haben da echt noch schöne Sachen vorbereitet. Michael wird da im Laufe der kommenden Tage noch Interviews führen in Form von Insta Live mit verschiedenen Leuten. Wir werden natürlich noch Posts haben zu dem Thema Frauenreisen, da kann man diskutieren. Ihr seid ja eh immer sehr gut dabei bei euren Kommentaren und so. Wir sind immer wieder begeistert, wie ihr euch mitteilt, wie ihr eure Geschichten erzählt und wie ihr wirklich einfach fast so eine kleine Community inzwischen da schafft so mit uns zusammen. Und ja, auf YouTube sind wir auch. Da gibt es ein paar Auftritte von uns als Video und natürlich auch diese Folge und alle anderen Folgen zu hören. Aber Michi, welche Social-Media-Geschichten waren das nochmal? Du hast zwei Interviews, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ja, genau. Einmal sprechen wir mit Claire von Mädelsabend und dann noch mit Charlotte von Reisevergnügen. Und erklären wir nochmal alle möglichen Fragen von euch, vor allem von Hörerinnen von Reisen, Reisen, die auch gekommen sind. Und ja, es gibt einfach viele Fragen, da haben wir vielleicht eine Idee, aber da braucht es Frauenerfahrung und die Frauenperspektive, um die zu beantworten. Das können wir uns nicht anmaßen, alles zu beantworten. Und deshalb freuen wir uns, dass wir dann noch diese beiden Damen, Frauen, Girls, wie immer sie sich nennen, bei uns haben und bei Insta Live mit uns sprechen und nochmal über Fragen diskutieren, ein paar Antworten geben und wie gesagt, also gerne posten, wenn ihr vielleicht das auch Sachen auch ganz anders seht. Ne? Also sind ja nicht alle, bei Männern ist das einfach, Männer sind oft Männer, nein, das stimmt ja auch nicht. Wir sind ja auf beiden Seiten viel diverser und das haben wir auch gemerkt. Es gibt dann Frauen, die dann mehr outgoing sind und Frauen, die ein bisschen vorsichtiger sind und wir wollen irgendwie alle Perspektiven mal so damit reinbringen, aber vielleicht haben wir auch was vergessen, ganz bestimmt sogar. Weist uns gerne freundlich darauf hin und dann können wir damit umgehen. Genau, wir freuen uns drauf, auch auf den Austausch. Jetzt haben wir aber erst noch mal einen Nachschlag für euch. Und zwar die Autorin, Comedienne und Podcasterin Toja Diebel. Die ist jetzt bei Frauenreisen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Weiber. Und macht mit Leila Lowfire den Podcast Weibers. Aber sie ist auch gerne auf der Welt unterwegs, auch alleine. Sprachi vom Promi, Toja Diebel. Ich konnte mir mein ganzes Leben lang nicht vorstellen, was der Reiz daran sein sollte, alleine zu reisen. Ich bin ja nicht mal alleine essen gegangen. Ich bin ja nicht mal alleine ins Kino gegangen. Warum sollte ich dann direkt die ganze Reise alleine buchen? Konnte ich mir einfach nicht vorstellen und habe es dennoch dann einfach gemacht. Ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe mir einen 4-wöchigen Trip gebucht. Ich bin nach Miami geflogen, von Miami nach Kuba, also nach Havanna. Bin von Havanna nach L.A. geflogen und dann nach San Francisco. Und ich muss echt sagen, dass dieser Trip für mich weltenverändernd war, weil ich gelernt habe, wie wichtig das ist, sich auch mal nur mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wie wichtig das ist, dass man auch mal Erlebnisse ganz alleine erfährt. Nicht, weil man das nicht mit jemandem teilen soll, sondern weil man Dinge anders wahrnimmt. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Man reist anders, man erlebt Dinge anders, denn wenn man einen Partner, eine Partnerin dabei hat und in einer Gruppe ist, dann ist man natürlich auch immer beeinflusst von den Wünschen und von den Zielen und von den Plänen der anderen. Und so macht man wirklich mal nur das, auf was man selber Bock hat. Und das fand ich unglaublich inspirierend. Außerdem lernt man wirklich viele Leute kennen, wenn man alleine ist. Ich habe noch nie so viele Leute kennengelernt, wenn ich in einer Gruppe oder mit jemand anders zusammenreisen war. Habe mich auch eigentlich zu jeder Zeit immer super sicher gefühlt. Vor allem, überraschenderweise für mich damals, in Kuba. Ich war in Havanna und noch in zwei anderen Städten und wurde wirklich kein einziges Mal belästigt.
in irgendeiner Form. Dennoch glaube ich, dass es super wichtig ist, dass man sich, egal vor welcher Reise, einfach informiert, wo es Bereiche in der Stadt oder in dem Land gibt, wo man vielleicht nicht alleine hinreisen sollte. Vielleicht vor allem als Frau, wenn man kulturelle Hintergründe anguckt, nicht alleine reisen sollte. Das ist super wichtig. Gerade wenn es um Großstädte geht wie Miami oder LA, da gibt es einfach Bereiche, da sollte man nachts nicht alleine rumlaufen. Auch als Mann nicht. Ja, das ist super wichtig, aber ansonsten kann ich wirklich empfehlen, packt eure Sachen, macht eine Reise allein, informiert euch und have the time of your life. Danke, Toya. Wir schicken ein paar Luftküsse nach Berlin und sagen vielen Dank für die Eindrücke. Und wenn ihr jetzt die andere Folge Frauenreisen mit Annika Zien noch nicht gehört habt, dann ist vielleicht jetzt auch die Zeit, denn Annika ist Expertin, wenn es ums Alleinreisen als Frau geht. Annika Zien ist digitale Nomadin, Travel-Bloggerin und sie hat auch das Buch Solo-Trip geschrieben. Und mit ihr geht es unter anderem nach Indien und Marokko. Es wird auch heiß, es geht nämlich auch ums Flirten unterwegs, den Trick mit dem Ehering auf Reisen und die immer noch große Empörung, die Frauen erleben, wenn sie ohne Typen in der Welt unterwegs sind. Sehr, sehr schönes Interview war das. Sehr interessant tatsächlich. Und ja, hört gerne rein. Die Folge ist genauso wie diese jetzt gerade auf unseren Kanälen erhältlich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an alle Frauen, die uns geholfen haben. Vielen Dank an dich, Michael. Und es war sehr erhellend. Ich habe wieder was gelernt. Das ist schön. Wenn man aufhört zu lernen, ist es eigentlich vorbei. Und das ist noch lange nicht vorbei. Deshalb bin ich dankbar, das erleben zu dürfen. Auf eine andere Form des Perspektivwechsels beim Reisen, den wir ja immer gerne vertreten. Nur jetzt halt eben auf diese Art und Weise in diesen beiden Folgen. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bis bald. Danke, Jochen. Danke euch. Alles Gute. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.